Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir sind nun beim nächsten Punkt zum Thema Grenzen des Hochleistungssports. Die Quelle habe ich Ihnen wieder angegeben. Immer noch Teil 1, Schlüsselinformationen. Wir sind jetzt beim Bewegungsapparat. Was ist, Nadine, zum Bewegungsapparat aufgrund dieser Schlüsselinformationen zu sagen? Bitte schreiben Sie und erzählen Sie in ganzen korrekten Sätzen. Man hat weiter erkannt, dass beim Spitzensportler besonders der Bewegungsapparat, das heißt Muskeln, Knochen und Gelenke, betroffen ist. Gut, man hat weiter erkannt, ja, dass beim Spitzensportler Der Bewegungsapparat, ich kürze ab, ja? Das heißt Muskeln, Bänder, Knochen und Gelenke Betroffen ist. Man hat erkannt, dass beim Spitzensportler besonders der Bewegungsapparat, das heißt Muskeln, Bänder, Knochen, da ist ein Fehler, Knochen und Gelenke betroffen ist. Ja? Der Bewegungsapparat ist betroffen. Ja? Betroffen ist. Denn die Belastung dieses Apparates beim Spitzensportler extrem hoch ist. Denn, Achtung, das ist ein Hauptsatz, denn die Belastung, denn die Belastung dieses Bewegungsapparates, ja, ist beim Spitzensportler extrem hoch. Spitzensportler extrem hoch. Ja? Weiter, Nadine? Als Beispiel sei angeführt, auf einen Sprinter wirken Kräfte von 9000 Newton. Als Beispiel sei angeführt. Punkt. Auf einen Sprinter, wirken Kräfte von 9000 Newton. Ja, das ist eine hohe Belastung. Newton. Gut. Die Folgen davon sind. Zu einem, das Risiko, sich zu verletzen, ist sehr hoch. Denn die Sehnen können reißen. Das Risiko, sich zu verletzen, ist sehr hoch. Denn die Sehnen können reißen. Denn die Sehnen können reißen. Und Zum anderen, ja. Die Gelenke können zerstört werden. Das Verb, die Stellung des Verbs. Zum anderen, das Verb.
können die Gelenke, zerstört werden. Ja, prima. Und viele Sportler verbringen beim Krankengymnasten mehr Zeit als beim Training. Gut. Viele Sportler verbringen beim Krankengymnasten mehr Zeit als beim Training. Als beim Training oder auch im Training. Ja? Im Training. So. Als im Training. Ah nee, das ist ein Schrägstrich, oder? Ja? Viele Sportler verbringen beim Krankengymnasten mehr Zeit als beim oder im Training. So, den dritten Teil machen wir dann im neuen Jahr weiter. Ich danke Nadine, das haben Sie sehr, sehr gut gemacht.